Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.43. Haben wir heute einen Kamaz 43-101 Army Edition plus Trailer sind das 215 MB. Ihr merkt es, dass ich immer wieder ein paar russische LKWs bringe, weil dieses Jahr ist das russische Jahr, Heart of Russia soll ja kommen und da würde ich mir auf jeden Fall ganz gut einen russischen LKW vorstellen. Wenn ihr es genauso seht, dann könnt ihr gerne ein Däumchen geben, weil, ja, warum nicht ein Kamaz oder eine andere Maschine von SCS? Oder wir fahren einfach mit Mods. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, aber eine Sache, Achtung, heute 20.30 Uhr bin ich wieder live. Auf, ja, der Russland-Map oder besser gesagt der Sibirien-Map. Gut, alles klar, 20.30 Uhr sehen wir uns, deswegen gehen wir aber ganz fix mal hier rein und schauen uns mal den LKW an. Also über 200 MB groß und da haben wir ihn. Wir werden aber heute mit den Sisu fahren, weil den konnte ich natürlich jetzt nicht testen, ob er im Multiplayer geht, weil die anderen russischen LKWs haben doch ganz schön Probleme gemacht. So, ich kann euch aber da schon sagen, er ist schon sehr vordefiniert. Man kann nicht großartig was machen. Man kann jetzt hier einen Motor auswählen, Getriebe und der Innenraum, der sieht so aus. Ist nicht mehr, naja, up to date, aber so die Texturen gehen schon in Ordnung, ja, muss man ja sagen. Aus was für ein Spiel das ist, kann ich euch gar nicht sagen. Mich würde es auf jeden Fall noch freuen, wenn man hier noch zusätzliche Lackierung nehmen könnte. Aber auch bei den Anbauteilen, ihr seht es, wir können ein paar andere Reifen drauf machen und dann hier auch nochmal die Felgen verändern. Das ist dann aber auch alles. Beim Innenraum sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Hier werden die JazzyCat-Sachen unterstützt, aber auch ein paar zusätzliche Sachen sind auch hier mit inbegriffen. Ja, naja, ist eigentlich ganz lustig, ne? So, ein paar Spots gibt es auch. Und da kann man sich, also SESL-Mods werden unterstützt, aber ich habe hier, glaube ich, noch so ein anderes Teil gefunden, was man sich hier hinstellen kann. Jetzt bin ich wieder auf. Jetzt bin ich irgendwo, ey, so ein kleines Navigationssystem. Nee, das wollen wir nicht haben. Oder Bordcomputeranzeige. Alles werdet ihr jetzt gleich sehen. Also ein paar Sachen kann man schon hier anpassen. So, was haben wir hier? Hier hat man nochmal so eine russische Tasse. Die kann man hier machen. CCCP. So hieß es ja damals. Und dann hätten wir noch eine Möglichkeit, hier unsere Edeltraut hinzusetzen. Juhu, Edeltraut. Ja, so. Das sind die Sachen und das Lenkrad noch anpassen. Ist nicht viel, 19.000 Euro, dann seid ihr dabei. Aber hier geht es ja darum, dass man den russischen LKW einfach mal fahren mit den Antennen etc. Gucken wir uns an. Was wir ja auf jeden Fall hier sehen, ne? Die Scheibe ist hier schon ein bisschen unten und man hat hier, warte mal, was? Ach, hallo Ballo, was denn hier hinten? Duchen. Gehen wir mal raus. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zu unserem Trailer. Und da haben wir natürlich hier unten den russischen Trailer. Man kann jetzt nichts großartig an, nur die Reifen wieder anpassen. Kostet sogar mehr wie der LKW. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. So, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen näher rangehen. Und gerade hier, man sieht hier jetzt so schön die Kabel. Ne? Ja, manche Texturen sind noch nicht so ganz so schön. Aber wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann fällt es gar nicht so auf. Wir werden die Antennen mal beobachten. Vielleicht wackeln die sogar. Wäre richtig nice. Aber hier haben wir unseren Auflieger. Hier sind keine Kabel noch irgendwie dran. Hier hat man noch Stoßdämpfer, die sieht man. Ja, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Kann man definitiv was anfangen damit. Und so sieht er drin aus. Hier das Gerät. Aber wir machen jetzt erstmal kurz Pause und machen den Motor an. Der pfeift ordentlich ab. So, wir haben das Navigationssystem, wir haben hier oben noch Radio und hier oben nochmal den Bordcomputer, den kann ich auch bedienen. Ich habe mir das hier auch nochmal hingelegt, warum jetzt hier so ein Viereck ist. Das ist für mich erstmal nicht erkenntlich. Ah, wackelt glaube ich nicht. Auf dieser Karte werden wir heute das erste Mal einen Livestream machen. Promos haben wir ja schon mal ausprobiert, wir werden immer mal wieder andere Maps im Konvoi-Modus testen. Nee, wackelt nix. Da wackelt nix.
immer rein. Ah, so doll soll man Honig drehen. Boah. Irgendwie, es hat schon irgendwas, würde ich ja sagen. Irgendwie finde ich das schon echt cool, in so einem russischen Truck hier rumzukrusen mit Edeltraut. Kommt natürlich nicht richtig aus der Pötte, aber irgendwie fetzt das. So, ja, das war die kurze Mod-Vorstellung von diesem LKW. Wer selbst jetzt momentan auf russischen Karten unterwegs ist, der kann sich das selber nochmal runterladen, ausprobieren. Und ich muss sagen, ja, wir machen jetzt Road to the Russia und werden das immer wieder mal in den Fokus setzen, bis wir dann endlich von SCS unsere Russland-Map haben. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne, würde mich freuen, ein Däumchen geben. Und wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Livestream. Mit diesen Worten mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.